Liebe Freunde von Schnee und Klima, das ist der Stubacher Sonnblick, 3100 Meter hoch. Und das verdreckte Schneefeld vor mir ist das Stubacher Sonnblickgäß in den Hohen Tauern im Land Salzburg, oberhalb der Rudolfshütte. Das Sonnblickgäß ist völlig verdreckt vom Sahara-Sand, den es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zu uns transportiert hat, mit ihm warme bis heiße Luft. Wir hatten das wärmste Winterhalbjahr seit Aufzeichnungsbeginn. Wir haben jetzt mit Abstand das wärmste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn, das Jahr 2024. Ja Leute, ich habe heute keine so guten Nachrichten, weil der Schnee ist extrem in Mitleidenschaft gezogen worden. Beim letzten Mal, als ich hier herum war, habe ich gemessen 4,15 Meter Schnee. Das war Anfang Juni. Und jetzt, Ende Juni, sind es 2,30 Meter. Das heißt, 1,85 Meter Schnee ist in nur einem Monat weggegangen. Und wenn es halbwegs so weitergeht, dann wird dieser Gletscher hier schon Anfang bis Mitte August aber sein. Und dann haben wir 1 bis 2 Monate Eisschmelze. Das hatten wir in den letzten Jahren auch schon zum Teil. Und das ist natürlich absolut Heavy Metal, dass es Ärger nicht mehr geht. Auf der Rudolfshütte ist diese Woche ein Forschungsteam von der Universität Leeds, mit denen habe ich gerade gesprochen, und die haben gemessen, dass jetzt über Nacht, von gestern Nacht bis heute in der Früh, 7 cm Schnee weggegangen sind, nur in der Nacht wegen dem warmen Föhnsturm. Das heißt ungefähr 15 cm am Tag, das heißt ungefähr 1,5 Meter in 10 Tagen. Und ja, das ist extrem. Das heißt, ein Monat nur hat gereicht, dass aus einem guten Gletscherwinter ein schlechter Gletscherwinter wird. Ihr seht es auch da hinten, das Ödelwinkelkäs. Das war vor einem Monat alles noch tief winterlich und jetzt schaut es aus, als ob schon September wäre. So schnell geht es, leider. Und vor mir seht ihr die grüne Lawinensonde. Da ist mein Rucksack, da ist die grüne Lawinensonde. Die ist knapp 3 Meter lang und mit der habe ich den Schnee gemessen. Servus, ciao.